Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Wir sind gerade auf der Migrantenflotte angekommen, wo Tully ja eines Verbrechens angeklagt werden soll, was sie wohl nicht begangen hat, wie sie sagt. Nämlich aktive Geth hier auf die Migrantenflotte geschickt zu haben. Sie hat aber gesagt, immer nur Einzelteile, und ich glaube ihr das logischerweise. So, wichtig ist. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls, habe aber beim Urteil keine Stimme. Ja, das stimmt. Beziehungsweise ist leider so. Zählt ja nichts. Aber was ist am Namen wichtig? Tully wurde ja als Tully Sora was Normandy vorgestellt und nicht Naraya, wie ihr ursprüngliches Schiff eigentlich hieß. Was ist am Namen so wichtig? Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tully. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora Vasnima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Ach ja, Raya war ja das hier Schiff, auf dem sie auf Mass Effect 1 noch gedient hat. Jetzt hat sie ja ein neues bekommen, und zwar die Nema, und naja, leider nicht. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew. Sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. War ja klar. Na dann. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich bin geehrt, auf jeden Fall. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Einen besseren Vertreter hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Das kriegen wir hin. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Ja, ziemlich viel los auf einem Schiff der Migrantenflotte. Aber das war ja wohl logisch. Und vor allem vor so einer Verhandlung logischerweise auch. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selan. Die Angeklagte, Tali Zora Vasnormandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch! Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Als Talis Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Tja. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard Vasnormandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Auf jeden Fall. Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vasnima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Sie ist unschuldig. Tali würde die Migrantenflotte niemals gefährden. Sie plädiert auf nicht schuldig. Ich habe Einzelteile und Technologie geborgen, die dann von Teams abgeholt wurden. Das geschah auf Befehl meines Vaters. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken.
Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Guests das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der Ellerei umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Oh. Was? Oh, Kila. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Ellerei zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Ellerei den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Tja. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor. Und Tali muss ihren Vater finden. Auf jeden Fall. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Ellerei zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die okay. Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Naja, die einzigen, die fallen werden, werden diese Guests sein, die sich da auf diesem Schiff breit gemacht haben. Und was auch immer da passiert ist, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Tali hat auf jeden Fall keine Schuld dran, da bin ich hundertprozentig sicher. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Ellerei zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Sind Sie in Ordnung? Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Okay, sollen wir vorher mit den Leuten noch ein bisschen quatschen? Möchten Sie hier noch mit jemandem sprechen, bevor wir aufbrechen? Wir können mit den Admiralen reden. Vielleicht hilft uns das dabei, herauszufinden, wo sie stehen. Aber wir werden durch ein privates Gespräch wohl kaum jemanden dazu bringen, dass er von seiner Meinung abrückt. Okay, na dann geht's los. Komm. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Ellerei sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Ellerei waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Okay. Du hast mich hintergangen, Schala. Du hast Captain Denner angewiesen, nichts zu sagen, damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist. Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali. Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Ellerei zurückzuerobern. Das ist deine beste Chance, Beweise zu finden, die dich entlasten. Es tut mir leid. Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali. Aber sie sind zu weit gegangen. Ich weiß, dass Sie versuchen, ihr zu helfen, Admiral. Aber das ging etwas zu weit. Es tritt sonst niemand mehr für Sie ein, Shepard. Ich tue bereits alles, was in meiner Macht steht. Ihr Vater hätte das auch gewollt. Sag doch sowas nicht! Er könnte auf dem Schiff immer noch am Leben sein. Sie sollten bald zur Ellerei aufbrechen. Möchten Sie noch etwas wissen? Ja. Was können Sie uns über die Ellerei sagen? Nicht viel, fürchte ich. Ryle Zora hat nur gesagt, dass er eine neue Verteidigungstechnologie erforscht. Mir hat er nur gesagt, dass er jedes Geth-Teil brauchen könnte, das mir in die Finger fällt. Ich habe vermutet, er hat Waffen an Geth-Komponenten getestet. Wir wussten nichts davon, bis die Ellerei ein Notsignal sendete. Dann brach der Kontakt ab. Wir wussten nicht mal von den Geth, bis unser Bergungsteam angegriffen wurde. Sie sagen also, es liegen keinerlei Daten darüber vor, was in dem Schiff vor sich ging. Genau das sage ich.
Die überlebenden Marines haben in den Hallen Leichen gesehen. Wir müssen das Schlimmste annehmen. Nein, das müssen wir nicht. Wie lange kennen Sie Talis Familie schon? Das war noch bevor Ryle Admiral wurde. 25 bis 30 Jahre, schätze ich. Ich war bei Talis Geburt dabei. Ihre Mutter und ich hatten unsere Anzüge synchronisiert, damit wir im selben Freiluftraum sein konnten. Ich war danach eine Woche lang krank. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe Tali von ihrer Mutter genommen und in die Blase gesteckt. Sie hat geschrien wie am Spieß. Blase? Ich verstehe nicht. Sie stecken ihre Kinder in Blasen? Umwelteinheiten. Es ist ein Schritt zwischen dem Vertrauen auf das Immunsystem der Mutter und einem eigenen Anzug. Durch die Blasen können Eltern mit ihren Kindern sicher die Reinräume verlassen. Erst als Jugendliche tragen wir eigene Anzüge. Es gibt eine Feier, wenn ein Kind seinen ersten Anzug bekommt. Es gilt dann als erwachsen. Aha. Ryle scheint in Talis Leben eher eine geringere Rolle gespielt zu haben. Das ist schwer zu erklären. Ich sollte nicht... Schon gut, Tante Schala. Keine Geheimnisse unter Kameraden. Ich glaube, ich habe Shepard von meinem Vater erzählt. Wenn du meinst. Ryle hatte sich ganz der quarianischen Sache verschrieben. Ihm blieb kaum noch Zeit für seine Familie. Er wollte Tali und ihrer Mutter die Heimatwelt zurückgeben. Oder zumindest eine starke Flotte. Das war seine Art, seine Liebe zu zeigen. Mhm. Welche Art von Beweisen hat denn bei den Admiralen Gewicht? Tali, du hast zugegeben, dass du deinem Vater für dieses Projekt Geth-Teile geschickt hast. Ja, aber nichts, was online von allein hätte zurückkommen können. Ich habe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dann besorge die Unterlagen über die Lieferungen und die Experimente. Du musst beweisen, dass du vorsichtig warst. Etwas, das beweist, dass alles nur ein schrecklicher Zufall war, den niemand hätte vorhersehen können. Machen wir. Es schien unter den Admiralen noch andere Streitpunkte zu geben. Sie haben das bemerkt. In der Tat, die Präsenz der Geth macht die Angelegenheit ziemlich heikel. Der Admiralitätsrat will entscheiden, ob er sich auf die Entwicklung der Kolonien konzentrieren soll oder aber versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern. Du denkst an Krieg? Gegen die Geth? Ich nicht, Tali. Aber andere schon. Das ist keine gute Idee. Ich habe schon gegen die Geth gekämpft. Ich weiß, dass die Migrantenflotte gewaltig ist. Aber selbst sie können es nicht mit den Geth aufnehmen. Wir sind es müde, von Stern zu ziehen, Shepard. Wir wollen unsere Welt zurück. Wir haben genug für unseren Fehler bezahlt. Ich sage hier nicht einfach meine Meinung. Ich tue kund, aus welcher Richtung der Wind weht. Okay. Wir sollten weitergehen. Viel Glück auf der Alarai. Dankeschön. Okay, mit Shalaran haben wir geredet. Wen haben wir noch? Admiral Garrel. Zara hat zwar einen Menschen als Captain, aber der ist wenigstens wortgewandt. Dankeschön. Tali, ich bin froh, dass Admiral Ran durchgesetzt hat, dass du zur Alarai fliegst. Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen. Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral. Ich wünsche dir Glück und erledige unterwegs ein paar Geth. Und Sie sind also Captain Shepard? Admiral Herrn Garrel Vasnima. Sie haben Admiral Chorus ordentlich in die Schranken gewiesen. Es freut mich, dass Talis Captain sich im Gerichtssaal zu behaupten weiß. Ich habe das Gefühl, Sie sind bereit, der Verteidigung Glauben zu schenken. Freut mich, dass das wenigstens auf einen der Richter zutrifft. Wenn du Ryle lediglich inaktive Teile für seine Tests gegeben hast, habe ich damit kein Problem. Wir müssen testen, wie unsere Waffen bei Geth-Material wirken. Ich kenne dich und deinen Vater. Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, um etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet. Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft. Das stimmt. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nichts Gutes. Wir haben ein paar unserer besten Marines in diese Hölle geschickt. Und nur verdammt wenige kamen wieder raus. Was immer Ryle dort gemacht hat, es muss ihm unter den Händen explodiert sein. Im Schiff wimmelt es von Geth. Rechnen Sie besser nicht mit Überlebenden. Admiral, mein Vater, Ihr Freund, ist auf diesem Schiff. Das weiß ich, Tali. Aber wenn Schala dich nicht als Freiwillige vorgeschlagen hätte, wäre die Alarai bereits zerstört worden. So sieht's aus.
Können Sie mir etwas über die anderen Admirale sagen? Etwas, das mir hilft, Ihre Meinung über Tali zu beeinflussen? Die, die du nicht erkannt hast, Tali, ist Admiral Zen. Sie will sich nicht festlegen und nimmt die Sicherheit der Flotte sehr ernst. Andererseits war sie immer dafür, die Geth genauer zu studieren. Hoffentlich erkennt sie die Vorteile von Rails Forschung. Admiral Chorus ist der gleiche weinerliche Anzugscheißer wie immer. Sie sind mit Admiral Chorus' Politik also nicht einverstanden? Oder ist es was Persönliches? Der Mann ist ein verdammter Verteidiger der Geth. Er hält es für falsch, dass wir vor Jahrhunderten versucht haben, sie zu zerstören. Er will, dass wir neue Kolonien bilden, anstatt die Heimatwelt zurückzuerobern. Jede Forschung in Sachen Geth macht ihn wütend. Bei dem werden sie kaum eine Chance haben, fürchte ich. Ma. Sie und Talis Vater kennen sich also schon lange? Wir haben während eines ziemlich üblen Überfalls der Batterianer gemeinsam auf dem Jäger Jaska gedient. Wir waren fast noch Kinder und leisteten unseren Dienst vor der Pilgerreise ab. 10 Mann Crew, 6 davon tot. Kinetische Barrieren ausgefallen. Rael und ich waren allein auf der Brücke und die Batterianer griffen einen Frachter an. Haben Sie den Frachter gerettet? Unser Schiff hatte Befehl, die Position zu halten. Aber Rael hat mich angesehen und gesagt, wir sind nicht volljährig, sie können uns nicht bestrafen, wenn wir die Formation verlassen. Er übernahm das Steuer, ich die Geschütze und wir haben den Frachter gerettet. Für die Crew waren wir Helden. Die hohen Tiere nannten uns Idioten, klatschten uns Lametta auf die Anzüge und schickten uns vorzeitig auf die Pilgerreise. So war Rael. Tja. Es klingt, als ginge es hier politisch um mehr als nur darum, dass Tali Ausrüstung zurückbringt. Ist Ihnen das aufgefallen? Talis Vater hat nicht nur aus Spaß Waffentests an den Geth durchgeführt. Er suchte nach einem Ansatz, der uns beim Frontalangriff auf die Geth den entscheidenden Vorteil verschafft. Ich wusste, dass Vater eines Tages die Heimatwelt zurückerobern wollte, aber sind wir denn schon so weit? Ich weiß nicht, Kleines. Die Stimmen dafür hatten wir fast schon. Wir müssen nur noch dem Volk die Hoffnung auf den Sieg vermitteln. Es ist ein riskantes Vorhaben, auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Lebensraum finden werden, Admiral. Aber sie spielen wirklich mit dem Feuer. Wir sind zu bequem geworden, Shepard. Wir haben die größte Flotte der Galaxie und schippern damit nur untätig durch den Weltraum. Wir brauchen diese Flotte vielleicht im Kampf gegen die Reaper, Admiral. Und währenddessen müssen wir den Teil des Volkes, der nicht kämpft, irgendwo unterbringen. Mag ja sein. Ja, gut, okay, wir reden erstmal mit den anderen zwei Admiralen noch. Zumindest. Danke für die Informationen. Halte durch, Kleines. Danke, Admiral. Mal schauen, was die uns sagen. Allerdings werden wir das nicht mehr in dieser Folge tun. Wir werden mit dem, ja, da ist er, Chorus, in der nächsten Folge reden. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.